Was ist schöner, als so durch die Gegend zu schreddern? Und das Beste, ihr könnt das in nur ein paar Tagen erlernen. Geht nicht? Geht doch. Und alles, was wir brauchen, ist YouTube und den weltbesten Carver Ryan Napton. Und ich weiß noch, als ich die letzte Saison mit dem Snowboarden angefangen habe und mitten in der Saison mich alle gefragt haben, bei wem ich das denn gelernt hätte. Bei Herrn YouTube natürlich, aber irgendwie wollte mir das keiner glauben. Und weil mir das keiner glauben wollte, habe ich mir gedacht, komm, dann mache ich einen Kanal auf und hilft anderen auch das Schredden zu lernen. Denn wenn ich das mit über 40 schaffe, dann schaffst du das auch locker. Also habe ich jetzt nochmal über 40 Videos von Ryan Napton durchforstet und nach den besten Übungen für euch gesucht. Doch bevor wir mit den Übungen loslegen, müssen wir erst nochmal sicherstellen, dass dein Board richtig eingestellt ist. Die erste Einstellung, die wir uns anschauen, ist der Bindungswinkel. Denn wenn du diese Extreme Cars von Ryan Napton fahren möchtest, dann solltest du unbedingt in den Duck Stance fahren. Und der Duck Stance ist der Winkel von positiv 15 auf der einen Seite und negativ 15 auf der anderen. Die zweite Einstellung, die du vornehmen solltest, und das hat wahrscheinlich keiner von euch, ist den Forward Lean hoch einzustellen. Den Forward Lean findest du hier, da ist dieser Einstellregler und den stellst du jetzt auf den höchsten Wert, den es geht, der noch komfortabel für dich ist. Warum? Zum einen zwingt dich der Forward Lean in eine Hockposition und centert dich so besser über dem Board und zum anderen, ganz wichtig, gibt der Forward Lean dir eine immense Unterstützung beim Heelside Carve, also auf der Fersenkante, da du durch den Vorwärtswinkel das Board einfacher in den Carve drücken kannst. Also nochmal zusammengefasst. Erste Einstellung Duck Stance 15 minus 15. Zweite Einstellung Forward Lean so hoch wie es geht. Und jetzt lass uns zu den Übungen gehen. Und wir beginnen mit den sogenannten Mini-Carves. Und zwar den Mini-Carves auf der flachen Piste. Das heißt, jedes Mal, wenn du auf einem flachen Abschnitt bist und genug Platz ist, versuche diesen Abschnitt 100% nur auf der Kante zu fahren. Und das schaut dann so aus. Also, während alle anderen gemütlich geradeaus fahren, machst du so Schlangenlinien. Den wichtigsten Tipp, den ich dir hier geben kann, geh richtig in die Knie und mach die Carves komplett aus dem Oberschenkel raus. Am Anfang wird sich das super, super komisch anfühlen. Im Gegensatz zum normalen Fahren fühlt sich halt so an, wie wenn du auf einer Schiene in einer Achterbahn komplett fremdbestimmt fahren würdest. Keine große Sorge, das ist normal. Du musst dich nur daran gewöhnen. Du hast eigentlich noch immer volle Kontrolle über das Board. Also versuch da einfach locker zu bleiben. Mach dich aber darauf gefasst, dass du vielleicht des Öfteren verkantest und dich schmeißt. Aber du bist ja eh jetzt nicht schnell unterwegs, also sollte es kein Problem für dich sein. So, wenn du jetzt ein bisschen sicherer bist mit diesen Mini-Carves, dann kannst du nun übergehen zu den größeren langen Kurven. Such dir ein leichtes Gefälle und mach im Grunde das gleiche, was du bei den Mini-Carves gemacht hast. Nur versuchst du jetzt den Carve so lange wie möglich zu halten und die Kurven schön lange auszufahren. Und genau wie bei den Mini-Carves fährst du jetzt längere Schlangenlinien. Also so, wie es Ryan Napton hier aufgezeichnet hat. Jetzt stellst du dir sicher die Frage, wie du feststellen kannst, ob du nun richtig carvest oder nicht. Und das ist eigentlich ganz einfach zu identifizieren. Mach ein paar von den Carves, dann schnall dein Brett ab und schau dir deine Spur an. Wenn die Spur so wie hier ausschaut, also so eine Art eingleisige Schiene, dann hast du alles richtig gemacht. Wenn nicht, dann musst du einfach mehr üben und zwar komplett über der Kante zu fahren, also komplett auf der Kante zu bleiben. Und denke mal dran, dass du diese schönen großen Schlangenlinien fahren möchtest. Sobald du das jetzt kannst, hast du Carven eigentlich drauf und kannst nun zum Extreme Carving übergehen. Die erste Übung dafür ist, in den Übergängen zwischen zwei Cars in die Hocke zu gehen. Sobald du das machst, merkst du gleich, dass du einen kleinen Carve machst, da du Druck auf die Kante deines Boards ausübst. Wenn du willst, kannst du dabei auch gleich probieren, mit dem Hand den Boden zu berühren, wenn du in die Hocke gehst. Übe das für beide Kanten und wenn du denkst, du hast es drauf, dann machst du jetzt nichts anderes, als diese gleiche Bewegung nicht mehr zwischen zwei Carves zu machen, sondern zu Beginn deiner Kurve, deines Carves.
Also im Grunde springst du sozusagen in den Calf hinein, also in die Kurve hinein. Damit legst du viel Gewicht auf die Kante und dadurch bekommst du einen richtig schönen tiefen Calf hin. Damit hast du es fast und um den Extrem-Calf jetzt vollständig zu meistern, dass er so ausschaut wie bei Ryan Napton, und bitte denk dir immer dran, dass deine Calves müssen ausschauen wie lange Schienen. Wenn sie das nicht tun, bist du noch nicht bereit. Jedenfalls, falls es soweit ist, dann hier die letzte Übung von Ryan Napton. Du gehst also richtig tief in die Knie bei dem Toeside Calf, berührst dann mit deiner Hand oder Ellbogen den Schnee und nun checkst du dich gerade hoch und wieder zurück. Und hier noch einmal, wie das mit dem Board ausschaut. Das übst du jetzt ein paar Mal trocken und dann probierst du das beim Fahren. Und wenn du es richtig machst, dann schaut das genau so aus. Wenn du jetzt noch Fragen hast, dann lass es mich doch bitte in den Kommentaren wissen. Ansonsten kommen wir jetzt noch zu einem sehr wichtigen Thema, und zwar der Snowboardbreite. Wenn du jetzt schon gut carven kannst und diese Übung gemacht hast, dann solltest du dir wirklich Gedanken über ein richtig breites Brett machen. Denn wenn du ein zu kleines Brett hast, ein zu dünnes Brett, dann passiert Folgendes. Wenn du carvest und du gehst hier hin und du hast ein zu dünnes Brett, dann passiert Folgendes, dass dein Boot vorne den Schnee berührt. Oder auf der anderen Seite die Bindung, das Bindungshinterteil den Schnee berührt. Und wenn das passiert, dann hast du eigentlich schon verloren, weil dann schmeißt dich. Daher brauchst du wirklich breites Brett. Und wenn du mehr über Snowboardbretter wissen willst und welches Snowboardbrett ich empfehlen würde, dann schau dir doch dieses Video an.